Die Wut hat uns schon oft zu Aktionen getrieben, die wir hinterher bereut haben. Sei es bei der Arbeit, dem Chef mal ordentlich die Meinung zu geigen, beim Spielen etwas gegen die Wand zu werfen oder sich selbst auf die Zunge zu beißen. Kratos allerdings hat es ein bisschen zu weit getrieben. Der hat mal eben aus Wut den Göttern den Krieg erklärt. Doch zurück zum Anfang. Das Spiel beginnt mit einer Filmsequenz, in der sich der spartanische Antiheld Kratos das Leben nehmen will und sich vom höchsten Berg Griechenlands herabstürzt. Der Hauptcharakter, Kratos, ein spartanischer Heerführer, dessen Geschichte während des Spiels in Rückblenden erzählt wird, führt eines Tages eine erbitterte Schlacht gegen ein Heer aus Barbaren, die ihm aber überlegen sind. Als der Barbarenkönig zum finalen Schlag gegen Kratos ausholt, bittet dieser in einem Verzweiflungsakt den Kriegsgott Ares seine Seele an, wenn er seine Feinde vernichtet. Gesagt, getan. Der Gott des Kriegs erscheint und übergibt Kratos die gefürchteten Chaosklingen, mit denen er seinen Feind töten kann. Er gewinnt die Schlacht. In Mordlos zieht Kratos mit seiner Armee durch Griechenland, bis er auf ein kleines Dorf trifft, das von Anbetern der Göttin Athene bewohnt wird. Er tötet dennoch alle Bewohner des Dorfes und muss danach entsetzt feststellen, dass unter den Opfern auch seine Frau und Tochter sind. Er erfährt im Nachhinein, dass dies eine List des Kriegsgottes Ares war, um aus ihm den perfekten Krieger zu machen, woraufhin er auf Rache sinnt. Um Ares zu töten, benötigt er die Büchse der Pandora, die er sogleich zu suchen beginnt. Bei seiner Reise durch das antike Griechenland lernt Kratos verschiedenste Zauber und zahlreiche Angriffsvarianten für seine Waffen. Alle Waffen und Zauber können mit roten Kugeln, sogenannten Orbs, verbessert werden. Diese werden von Gegnern fallen gelassen und können aus Truhen oder Amphoren geborgen werden. Die Grünkugeln stellen eine beträchtliche Menge an Lebensenergie her, was auch eminent wichtig ist, besonders auf höheren Schwierigkeitsgraden. Die letzte der drei Kugelarten im Bunde sind die blauen Kugeln. Sie stellen Kratos Magie wieder her, womit er zuvor erlernte Fähigkeiten einsetzen kann. Abgesehen von unzähligen zu bestreitenden Kämpfen, sieht sich Kratos auch vielen Geschicklichkeitseinlagen und Rätseln gegenüber, die das Spielgeschehen auflockern sollen. Auf dem weiten Weg zum erhofften Ziel begegnen euch allerlei hässliche Gestalten, die ihr vernichten müsst. Nicht immer ist dabei eine besondere Taktik vonnöten, doch bei manchen wäre eine ratsam. Neben dem Spiel selbst gibt es noch den Challenge-Modus mit 10 kleinen, aber feinen Herausforderungen. Die gilt es am Stück zu schaffen. Deshalb stellen sie bei weitem die größte Schwierigkeit in dem Spiel dar. Ihr müsst sie aber nicht bestehen. In technischer Hinsicht hinkt das Spiel klar den Konsolentiteln der jetzigen Generation hinterher, was man deutlich an der Grafik und den zum Teil flimmernden Kanten bemäkeln könnte. Auch die aktuelle HD-Neuauflage ändert daran wenig. Nichtsdestotrotz macht das Spiel, vor allem bei den grandiosen Zwischensequenzen und den liebevoll gestalteten Umgebungen, eine sehr solide Figur. Und selbst heute gibt es noch einige Titel, die dem Spiel vom Mai 2006 nicht das Wasser reichen können. Seinerzeit setzt es also Maßstäbe. Darüber hinaus ist es so bombastisch inszeniert, dass euch die kleinen Mäkel schnell nicht mehr stören werden. Die akustische Untermalung ist einfach nur grandios. Tolle Waffensounds, Schreie, die einem durch Mark und Bein gehen, eine fantastische englische Sprachausgabe und ein guter orchestraler Soundtrack. Hier bewegt sich God of War auf allerhöchstem Niveau. Kratos fasziniert, und das nicht nur damals, sondern auch heute, was man vor allem der erwachsenen Geschichte und dem Spagat zwischen Gewalt und Reue des Antihelden anrechnen muss. Dennoch ist die Höchstpunktzahl leider nicht drin, da einem manchmal so stupide Rätsel und blöde Gegner unterkommen. Hätte man es selbst nicht erlebt, man würde es kaum glauben. Aber da das Spiel einfach fesselnd ist und das auch für Hack'n'Slay mehr, gehört es mit zu den ganz Großen der Branche.